Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu mehr Spaß im Glas. Heute ist ein ganz spannender Tag. Warum? Kann ich euch sagen. Denn es gibt hier eine Möglichkeit, mit mir an einer Reise teilzunehmen. Und zwar nach Südwestfrankreich. Ihr könnt euch bewerben zu einer Expedition. Und zwar in dieses wunderbare Anbaugebiet, was kaum jemand kennt. Das ist Südwestfrankreich, so südwestlich von Bordeaux, auf den Weg zu den Pyrenäen. Fast 6 Tage lang, weil es gibt ja noch einen Anreisetag, vom 14. bis zum 19. September. Ihr werdet eingeflogen, ihr seid Teil meines Teams, weil wir müssen antreten gegen Axel Biesler, ist auch ein Weinblogger, und sein Team. Deswegen will ich wirklich einen guten Mann oder eine tolle Frau oder umgekehrt. Jemand, der eine Wahnsinnsleidenschaft für Wein hat. So, und jetzt ganz einfach, wie geht das mit den Teilnahmebedingungen, um daran teilzunehmen? Und das ist übrigens verbindlich. Also, ihr müsst ein Video von euch aufnehmen, in dem ihr mir eine mehr oder weniger wie Videobotschaft schickt, indem ihr mir ganz klar sagt, ich möchte hier dran teilnehmen, Hendrik, ich bin die richtige Frau, der richtige Mann. Also es ist ganz einfach. Das Video, das nehmt ihr, bitte postet es hier bei mir auf dem Blog, damit ich euch alle anschauen kann, oder ihr könnt es auch bei Facebook tun. Ja, soweit alles klar. So, jetzt geht's weiter. Eine andere Voraussetzung ist, dass ihr eben dieses Video, was ich jetzt hier gerade drehe, das müsst ihr nochmal weiterteilen. Ich will natürlich, dass möglichst viele Leute daran teilnehmen. Also, sharing is caring. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also, von euch bitte in den nächsten Tagen, relativ zügig, Einsendeschluss ist irgendwann hier Ende Juli. Ich schaue mir das dann alles an. Also das beste Video, das beste Bewerbungsvideo, das wird gewinnen. Und es gibt natürlich auch eventuell einen Ersatzmann, also Warteliste eventuell, indem ihr mir einfach mitteilt, warum ihr der richtige Teilnehmer, der richtige Mensch in meinem Team seid. Ich bin gespannt, was kommt. Wie gesagt, Facebook oder hier ein Video, eine eure Bewerbung, das will ich sehen und gleichzeitig weiterteilen, dieses Video. So, und jetzt habe ich noch mal was gefunden. Ich habe meine Flasche Wein vor einigen Jahren geschenkt gekriegt von einem Wein aus Südwestfrankreich. Das ist 1995er Château Montus Cuvée Prestige aus dem Madiran. 100% Tannat. Es gibt Leute, die sagen, dass dieser Wein immer noch zu jung ist. Alain Brumont ist so ein bisschen der Magier der Region. Ist das nicht toll hier, meine neue Karaffe? Habe ich jetzt gerade gewonnen am Ende, letztes Wochenende, der Big Bottle Party in Mainz. Château Montus. Madiran, das liegt so am Fuß der Pyrenäen, super kleines Dorf. Das erste Mal, wo er diesen Wein gemacht hat, war 1985. Bis dato hatte diese Region keiner auf dem Zettel. Tannat ist eine Rebsorte, die in Bordeaux angebaut wird, in Uruguay angebaut wird, aber hier eben in dem Gebiet eben eine besondere Heimat hat. Und ein echt klassischer, ein bisschen rüpeliger Wein, aber das im positiven Sinne, weil er ist sehr kräftig, sehr ungestüm, hat immer so ein bisschen animalischen Touch, so ledrige Noten. Nicht alle lachen bitte jetzt, ja, aber es riecht wirklich so ein bisschen kräftig. Wunderschöne Frucht, immer noch von der Farbe. Ich meine, der Wein ist jetzt fast 20 Jahre alt, ist immer noch extrem jung. Sehr vielschichtig. Am Gaumen richtig zupacken. Viele Tannine, sehr lang, tolle Frische. Klassischer Wein zu dem fetten Essen, darauf freue ich mich schon, was es im Südwesten gibt. Also Entenkeulen zum Beispiel, die in Salz gepökelt werden. Dazu ein Teller Fritten, selbstgemachte Fritten. Und dann so ein Wein dazu, dann ist man schon im siebten Himmel. Cassoulet. Also der klassische Bohneneintopf, der südwestfranzösische, dafür ist es der richtige Wein zu Wildgerichten. Vielleicht ein Wein, der nicht so ganz in den Sommer passt, eher ein Winterwein. Aber wie gesagt, man freut sich doch, wenn man sowas noch hat. Es ist zwar mittlerweile ein etwas teurerer Wein, damals war er noch sehr, sehr günstig. Ich finde, ein toller Tipp. Es gibt auch andere Weine von diesem Weingut, die ich mal alle fast durch die Bank empfehlen kann. Alain Brumont ist sozusagen einer der Magiere des Südwestens. Und wenn ihr den kennenlernen wollt, in meinem Team, dann bewerbt euch. Ich sage, mehr Spaß im Glas. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Weiterhin gute WM. Möge der Beste gewinnen. Tschüss.